Ein wunderschöne, liebe Freunde. Ja, heute mal ein Video außer der Reihe. Ich werde heute mal eine Runde Motorrad fahren. Das ist mir vorne drin zur Therapie. Und deshalb werde ich mich heute mal aufs Motorrad setzen, anstatt in den Führerstand, wo ich sonst sitzen würde um diese Zeit. Was passiert ist, seht ihr in diesem Video. Bleibt dran, bis gleich auf dem Motorrad. So, herzlich willkommen auf dem Motorrad. Ja. Sitze heute auf dem Motorrad, obwohl ich eigentlich im Führerstand sitzen sollte und meiner Arbeit nachgehen sollte. Aber vor knapp einer Woche, also morgen ist es genau eine Woche her, hat sich ein Schienensuizid ereignet, ja, und ich war der Lokführer. In diesem Video soll ich jetzt, oder in diesem Video will ich jetzt gar nicht so auf den Schienensuizid so an sich eingehen. Ich werde mich auch hier bedeckt halten mit dem genauen Tag und Uhrzeit und so weiter. Einfach aus meinem eigenen Schutz und auch zum Schutz auch der Hinterbliebenen, ja. Von daher wird es darüber nicht so viel zu berichten geben, aber um das Ganze drumherum, ja. Also wie gesagt, vor knapp einer Woche hat sich ein Schienensuizid ereignet. Es war relativ spät abends, es war schon relativ dunkel auch. Und so circa anderthalb Stunden nach Dienstbeginn, kurz vorm Endbahnhof, hat sich dieses Ereignis zugetragen. Nicht schön, möchte man nicht unbedingt erleben. Ja, also es ist kein schönes Gefühl, was man jetzt so erleben möchte. Aber ich wurde ja schon, oder wir wurden damals schon während der Ausbildung darauf vorbereitet, dass das ja mehr oder weniger zum Berufsrisiko dazugehört. Bis jetzt ist ja der Kelch auch an mir ganz gut immer vorbeigegangen. Da hofft man natürlich immer weiter, dass der Kelch an einem weitergeht und man selber davon nicht betroffen ist. Aber ja, was willst du machen? Das Berufsrisiko ist so passiert. Bin seitdem auch nicht mehr im Dienst. Bin auch offiziell krankgeschrieben. Und eigentlich lief der Abend relativ super ab, als ich meinen Dienst angefangen hatte. Ja, ich war pünktlich. Bin da gut relativ gut im Zeitplan gewesen, was ja auch nicht immer allzu üblich ist, ja, aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke gibt es da mal doch mal ein paar Minuten Verspätung. Aber der Tag lief relativ gut, muss man sagen. Bis zu dem Ereignis halt, ja. Also habe ich die Person im Gleis wahrgenommen. Ja. Hab noch eine Schnellbremsung eingeleitet, aber kannst du vergessen, ja. War so zwischen 100 und 110 km/h schnell und ja, was jetzt die Aufprallgeschwindigkeit unterm Strich war, weiß ich nicht. Ja. Weil uns wurde in der Ausbildung beigebracht, dass wir, wenn es wirklich so knapp ist, einfach nur noch die Augen zumachen, Schnellbremsung und warten, was passiert. Quasi. Ja, dann macht es plong eh mal und dann ist es passiert. Und dann ist natürlich aufgrund dieses Ereignisses stehst du mit jemand dermaßen unter Strom, dass du wirklich nur noch quasi funktionierst. Also du weißt dann, wie das ja ein weiterer Prozedere ist. Das hieß für mich erstmal den Nothaltauftrag absetzen, dass nicht noch weitere Kollegen mit in Mitleidenschaft gezogen werden.
das hat alles sehr gut funktioniert. Ja. Sehr zum Leidwesen aller drumherum. Ja. Weil geht er dann schon los beim Fahrdienstleiter, dann muss der den Bahnhof sperren und so weiter und so weiter. Dann müssen Züge umgeleitet werden. Also hängt ja ein ganzer Rattenschwanz immer dran. Aber erstmal wird ja, wie gesagt, die Rettung aktiviert, da kommt dann Feuerwehr, Notarzt, Notfallmanager DW. Währenddessen, ich da auf die gewartet habe, habe ich die Leitstelle informiert des EVUs. Danach habe ich meine Firma, wer meinen Kanal so ein bisschen verfolgt, der weiß ja, dass ich Leiharbeit mache. Und eigentlich wollte ich die Tage was Neues verkünden auf meinem Kanal. Aber dazu ist es ja nun erstmal nicht mehr gekommen. Ja, die Leitstelle des EVUs hat dann den quasi die Notfallbereitschaft rausgeschickt, dass sie den Zug weiterfahren können, weil ich darf dann erstmal keinen Meter mehr fahren. Das war dann vorbei für mich. Aber das ganze Prozedere dauert ja doch einiges an Zeit, einiges. Ja. Während ich doch mit meiner Firma telefonierte, die rief der, ja, wie heißt das jetzt vor Schreck, fällt es mir auch nicht ein, der Notfallbetreuer, merkt das mal Notfallbetreuer, dann rief der Notfallbetreuer schon an. Und ja, erzählt ihm erstmal, wie das jetzt so weiter abläuft und so weiter, dass die Bundespolizei kommt, wo ich dann erstmal nur verpflichtet bin, Angaben zu meiner Person zu machen, aber keine Angaben zum Ereignishergang. Weil grundsätzlich wird er gegen mich erstmal wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Das Verfahren wird aber gleich danach wieder eingestellt, aber es muss halt irgendwie sein anscheinend, weil es so schön ist in Deutschland. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, dann kam Feuerwehr und Polizei und jemand vom Kriseninterventionsteam. Medizinisches Personal hatte ich jetzt nicht gesehen, aber die brauchten sich in dem Moment erstmal auch nicht um mich kümmern, sondern ich war ja da. Ja, ich war ja bestens betreut durch den vom Kit, vom Kriseninterventionsteam, den sie da mitgebracht haben. Der hat mich auch wirklich die ganze Zeit dann betreut, bis es weiterging. Im Hintergrund laufen natürlich weiter die Fäden mit, es wurde mir ein Taxi dann bestellt, was mich zurückbringt zum Hotel, weil ich war weit weg von Wohnortnähe. Und für die Schichten sind wir da entsprechend in einem Hotel untergebracht. Dann hat mich unser Notfallbetreuer nochmal angerufen, zwischenzeitlich, ob das alles so weit geklappt hat mit Taxi und Notfallmanager und so weiter. Und dann hatte ich mittlerweile auch mal so zu Hause angerufen, zwischendurch irgendwie, und Bescheid gesagt, dass ich etwas früher mal nach Hause komme. Und ja, es hat auch da für eine kleine Schockwelle gereicht, ja. Weil mit rechnest du ja nicht. So, natürlich war ich dadurch etwas aufgeputscht. Durch das ganze Adrenalin war auch ganz klar. Das haben wir alle gesagt, du wirst jetzt erstmal nicht schlafen können. Und naja, als ich dann zurück war im Hotel, war früher Morgen jedenfalls. Und als ich da ankam, da war das schon 4,5 Stunden her, das Ereignis. Und ja, ich brauchte nur noch mal so 1,5 Stunden ungefähr, um runterzufahren, um einschlafen zu können. War dann aber auch keine lange Nacht für mich. Ich war nach 1,5-2 Stunden schon wieder wach. Hab dann die Zeit so ein bisschen durchgeschlagen, bis ich zum Frühstück konnte. War dann beim Frühstück, hab anschließend meine ganzen Sachen in Ruhe zusammengepackt und habe in den nächsten Zug gesetzt, um nach Hause zu kommen. Blöderweise fährt der Zug natürlich an der Stelle lang, wo es am Vortag passiert ist. War schon ein bisschen komisches Gefühl, ja. Aber ja, ich saß ja als Fahrgast drin und nicht irgendwie vorne oder so. Von daher war das für mich
entspannt, aber doch komisch. Naja, als ich dann zu Hause war, war dann auch später Nachmittag schon wieder. Das hat auch eine Fahrzeit, die dahinter steckt. Und am nächsten Tag ging ich erstmal zum D-Arzt, weil es ist ein sogenannter Arbeitsunfall. Ja. Du musst ja über Berufsgenossenschaften schaffen, dann kannst du nicht irgendwo hingehen, wo du willst, oder musst zum D-Arzt gehen. Ich hatte dann die zweite Nacht etwas besser geschlafen schon, weil ich war einfach hundemüde gewesen. Und trotzdem, als ich da beim D-Arzt im Wartezimmer gesessen habe und gewartet habe und gewartet habe und gewartet habe, wurde ich natürlich wieder richtig müde. Bin auch die nächsten zwei Tage noch rumgelaufen, so ein bisschen wie Falschgeld. Da hatte ich gedacht, boah, der Arzt, oh, was soll ich jetzt mit dir machen? Nochmal krank schreiben. Überweisung zum Psychologen, dann habe ich hier einen Psychologen gesucht. Glücklicherweise habe ich tatsächlich einen gefunden, der nur einen Ort weiter ist, der auch spontan sich bereit erklärt hat, das zu übernehmen. Offenbar auch Erfahrung in solchen Sachen, wie ich das aus dem Erstgespräch rausgehört habe. Wir haben jetzt noch quasi vier weitere Gespräche vor uns. Eins ist davon, in einer guten Woche. Gestern war ich selber nochmal beim Psychologen gewesen, den meine Firma angeleiert hat, über einen Betriebsarzt. Da sollte ich dann auch nochmal hin. Da lief das relativ gut ab. Ja, die haben gesagt, gut, dann bleiben wir jetzt erstmal bei dem. Da muss ich nicht immer nach Berlin eiern. Zum Psychologen, sondern ich kann jetzt bei dem erstmal das fertig machen und wenn dann noch Bedarf besteht, kann ich da nochmal zum Betriebsarzt wechseln. Das ist schon mal ganz gut. Die Sache ist, ich bin 4 Wochen jetzt krankgeschrieben und Psychologen haben gesagt, ich soll das machen, was mir Spaß macht. Ja, wo ich ein bisschen abschalten kann, wo ich ein bisschen runterkommen kann und so weiter. Also fahre ich heute mal Motorrad. Das war jetzt natürlich auch die ersten Tage ja nicht so leicht, irgendwie da hinzukommen, dass ich was machen kann, was mir Spaß macht, was mich ein bisschen runterfährt und so weiter. Weil ich war ja hier beschäftigt mit, dann klingelte Telefon, dann will der wieder was wissen, dann will ein anderer was wissen und so weiter. Also da ist immer einiges los. Hier kommt eine Mail, da kommt ein Anruf, da bist du dann doch beschäftigt, so dass ich jetzt ja auch noch stürmisch machen konnte. Ja, jetzt sind exactly 7 Tage her. Oder 6? Ne, 7. 7 Tage. Und jetzt ist ich seitdem wirklich das erste Mal auf dem Motorrad, ja, was mir Spaß macht. Auch ein bisschen abschalten kann und so weiter. Jetzt fahre ich erstmal nach Berlin, weil ich, oder beziehungsweise bin jetzt gerade in Berlin angekommen. Da liegt noch zur Tante Luise, muss, möchte, kann, will, soll. So, die Psychologen geben mir relativ gute Prognose. Die meinen, da wird nichts zurückbleiben. Ja, dass ich irgendwo angeknackst bin, dass ich mein psychisches Wohlbefinden mit der psychischen Komfortzone wieder zurückkomme. Das wird sich jetzt so wellenartig langsam wieder aufbauen. Natürlich ist es nach wie vor gegeben, dass ich schlecht schlafe. Ist jetzt nicht so wie im Film, wie man das meinen könnte, dass ich so schweißgebadet aufwache oder so, ja, sondern das ist so, ich gehe halt ins Bett, wenn ich müde bin, und stehe wieder auf, wenn ich aufgewacht bin. Heute ist momentan eher kurz gehalten, die Schlafphasen. Natürlich gibt es auch immer wieder mal solche Flashbacks, die ich habe. Ja, das ist halt so. Auch die werden immer weniger werden. Vergessen kann man es oder wird man es nie. Ja. Und ich habe ja für mich selber präventiv da schon irgendwie so drauf hingearbeitet. Man hatte das natürlich immer, war das präsent, dass sowas passieren kann, jederzeit.
Ja. Bleibt nicht aus. Aber ich hatte jetzt nie Angst davor und habe gedacht, uiuiuiui. Dann hätte ich nicht zum Dienst gehen können, wenn ich davor Angst gehabt hätte. Ich habe jetzt auch keine Angst, dann meinen Dienst irgendwann wieder aufzunehmen. Ich würde trotzdem etwas langsamer angehen lassen, um mein Gehirn denn dadurch nicht zu überlasten. Ja? Aber sonst, wie gesagt, hatte ich ja mit Kollegen zusammengearbeitet und unterhält sich ja auch, und da kam das natürlich auch immer mal zur Sprache. Wer hatte schon mal ein PU? PU steht Eisenbahnjargon für Personenunfall, wenn nicht und so weiter. Und da habe ich so versucht, für mich selber irgendwie eine Strategie zu finden, wie ich damit am besten umgehen kann. Ja? Das habe ich jetzt nicht bewusst gemacht, sondern wusste, wenn es denn passiert, dann könnte ich diese oder jene Strategie gut anwenden, um da gut rauszukommen. Ich hatte das schon mal von angesprochen, das kriegt man natürlich bei der Ausbildung auch immer mal wieder unter die Nase gerieben, dass das jederzeit passieren kann. Aber nicht passieren muss. Also, es gibt welche, die haben denn echt öfter sowas. Und es gibt Leute, die haben das, die sind 30 Jahre Lokführer, die haben nicht einen. So ungerecht ist das verteilt, ja. Wo die Statistik lag, sagt jeder zweimal, jeder Lokführer. Aber der Kelch ist nun doch nicht an mir vorbeigegangen. Ja, ich werde mal gefragt, hast du irgendwelche Schuldgefühle und so weiter und so weiter. Nein, die sind bei mir nicht da. Gott sei Dank. Weil auch da wurden wir mal vorbereitet. Ja, und du weißt, du kannst bremsen, hast nicht jede Chance. Ausweichen geht auch nicht, weil spurgebunden. Von daher war das schon immer ganz gut, wenn denn irgendwelche erfahrenen Lokführer, die du bei der Ausbildung hast, sagen wir schon mal, da auch mit drauf eingegangen sind während der Ausbildung, ja? Die sind ja jetzt nicht, das ist ja jetzt kein neues Phänomen oder so, ne? Das kommt ja leider immer wieder vor. Ich habe auch zu Hause mit meiner Familie immer mal drüber gesprochen. Und das, wir wussten auch, das kann immer wieder, oder das kann jederzeit passieren. Nichtsdestotrotz war natürlich jetzt ein Schockmoment, ja. Und wenn ein Kollege betroffen war oder ich davon nur mittelbar betroffen war, weil ich einen Notfallauftrag mitbekommen habe, weil ich das im Kollegenkreis mitbekommen habe, weil ich selber an der Streckensperrung gestanden habe, mehr oder weniger, ja, dann kommt das auch zu Hause immer mal zur Sprache und mal überlegt man sich schon, was kann man machen, ja, aber du kannst halt nicht immer viel machen, ist so. Ja, und in dem Fall kannst du gar nichts machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Suizid einfacher zu verdauen ist als ein Unfall an sich. Ja. Aber bei mir war es ein eindeutiger Suizid. Und vielleicht ist dieses Video, was ich jetzt hier mache, für mich irgendwie eine Art Selbsttherapie. Das werde ich dann sehen, wenn ich das Ganze zusammenschneide. Vielleicht schmeiße ich es ganz hoch in den Mülleimer, das weiß ich alles nicht. Das sehen wir dann, wenn es wirklich so weit ist. Ja. Sehr schön befüllt geworden, komischerweise. Eigentlich hatten sie besseres Wetter vorausgesagt. Also mehr Sonne. Aber ist egal. Ich war ja bloß hier so ein bisschen im Kreis spazieren. Weil ich habe, Gott sei Dank, ich schneide ja momentan gerade die Videos unserer Balkantour. Und die Videos kommen so nach und nach natürlich weiterhin online. Und bei irgendeinem Tag sind wir am Regen gefahren mal wieder.
da habe ich dann nur festgestellt, dass plötzlich meine Regenhose irgendwo undicht ist und ich mit Wasser voll laufe. Und da wir jetzt wirklich demnächst in Urlaub fahren, habe ich gedacht, jetzt nutzt du die Gunst der Stunde. Erstens habe ich Zeit, zweitens ist mir das medizinisch, psychologisch verordnet worden, dass ich Sachen machen soll, die mir Spaß machen, die mich auf andere Gedanken bringen, die mich runterfahren, etc. Und da wir demnächst wirklich in Urlaub fahren wollen, das erzähle ich dann im nächsten Video, fahre ich jetzt hier natürlich entspannt nach Berlin, danach fahre ich unten nur eine Runde raus, fahren wir rüber ein bisschen nach Wendelschriez. Sofern das Wetter mitspielt, Fünfchen Imbiss, ich hoffe, der hat offen. Ist ja bei mir immer so die Glückssache, ja. Ne, egal, das werden wir dann gleich machen, wenn ich einkaufen war. Sind wir auch in Kürze dort, hoffe ich mal. Und dann soll es auch nicht lange dauern, bis wir rausfahren. Von daher ist es jetzt hier alles ein bisschen entspannter. Aber wie gesagt, die ersten Tage hat man keine Ruhe. Definitiv nicht, ja, weil du hast echt viel zu tun. Und heute ist wirklich der erste Tag, wo ich mal so ein bisschen runterfahren kann. Und ich eine Runde Motorrad fahre. Morgen steht auch schon wieder was familiäres Schönes auf dem Plan. Also von daher wird jetzt erstmal die nächsten Tage habe ich auch keine weiteren Termine. Es kann sein, dass sich jetzt die Polizei nochmal bei mir meldet. In Kürze. Weil die wollen noch eine Zeugenaussage haben, nehme ich mal an. Aber das werden wir sehen. Weil die müssen das erstmal hier hochschicken. Die wollten jetzt nicht unbedingt, dass ich da deswegen runterkomme. Dann schicken die ganze Gedöns immer hier hoch. Ich weiß nicht, ob das heutzutage schon bei der Polizei digital funktioniert oder nicht. Vielleicht muss ich auch gar keine Aussage mehr tätigen, weil alles klar ist oder so. Das werden wir dann sehen. Da mache ich mir jetzt absolut noch keine Birne. Ich freue mich jetzt erstmal auf die nächsten Tage, dass ich hier so ein bisschen abschalten kann, ein bisschen meinen Hobbys frönen kann. Dann geht es danach in Urlaub direkt. Wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, werde ich mal gucken, ob ich denn schon mit der Wiedereingliederung anfange. Dass ich sage, ich mache da jetzt so 2-3 Touren mit. Oder ob ich doch irgendwie was anderes mache. Das weiß ich alles noch nicht, das muss ich dann nochmal mit meiner Firma besprechen, wie die das haben wollen. Das wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. Darüber machen wir jetzt aber auch noch keinen Kopf, gar keinen. Soll ich auch nicht machen, sondern ich soll mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Das mache ich auch. Rest wird die Zeit zeigen, ja. Es ist halt passiert. Es kann auch bei der nächsten Fahrt gleich wieder passieren, ja. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt durch ist bei mir. Ja. Nächste Fahrt fahre ich wieder und passiert wieder. Kann sein, man weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt, was so wichtig ist. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Ja. Einfach rein in die Kommentare. Und wie es bei mir weitergeht, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Folgt mir dazu einfach. Ja, am besten diesen Kanal abonnieren. Und dann drückt den Abo-Glocke, aber auch bei Instagram könnt ihr mir folgen. Oder bei Fatzebock. Und ich bin jetzt auch schon wieder, wie gesagt, hier auch mit dem ÖPNV in Berlin gefahren. Da habe ich keinerlei Angst oder Sorgen verspürt. Von daher bin ich ebenfalls zuversichtlich wie meine Psychologen, die ich habe. Die sagen, alles wird gut. Die Prognose sieht erstmal ganz gut aus. Das kann sich natürlich alles nochmal zum Negativen ändern, aber im Großen und Ganzen wurde mir von vielen Seiten schon mitgeteilt, dass ich da mental stark genug bin. Dass das auch denn ich mein normales Leben weiterleben kann. Ja, es gibt ja Leute, die haben dann immer so was, die können nie wieder auf den Zug steigen.
Das kommt natürlich leider immer wieder vor. Muss man so sagen. Und es gibt Leute, die haben ein PU, ja, und sitzen 5 Tage später schon wieder auf dem Zug. Auch das gibt's, ja. Man soll natürlich auch so schnell wie möglich zu einer gewissen Tagesordnung übergehen. Und zwar alles, was jetzt nicht unbedingt so mit Arbeit zu tun hat. Aber sich jetzt nicht irgendwo in eine Ecke setzen und einfach sich gehen lassen, aufs Sofa hängen. Und das soll auch nicht so gut sein, ja. Ja, vielleicht ein bisschen sportlich aktiv sein. Laufen, schwimmen, Radfahren, ein bisschen Ausdauersport sollte man machen, wurde mir gesagt. Und das befreit den Körper so richtig. Und auch den Hobbys nachgehen, wo man eigentlich Spaß dran hat. Ja, dass man auf andere Gedanken kommt, dass man nicht permanent dran denkt, weil wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt, dauert der Verarbeitungsprozess länger, als wenn du irgendwie unterwegs bist. Sag ich mal. So, wir sind jetzt hier am ehemaligen BW Schöneweide. Seht schon? Das heißt, wir müssen in Kürze da sein. War jetzt ja nicht so lange unterwegs. 40 Minuten, das ist ein ordentlicher Schnitt. Aber ich ist alles 30, Alter. Das ist ätzend. Aber ich habe auch keinen Bock, wie denn von solchen Leuten mein Leben kaputt machen zu lassen. Von daher wurde mir gesagt, dass das überall gute Ansätze sind. Ich jetzt aber, wie gesagt, zur Ruhe kommen soll. Ich soll jetzt nichts überstürzen. Ja, denn denke ich mal, wird eine Wiedereingliederung stattfinden und dann werde ich auch euch auch die Neuigkeiten verkünden, die ich zu verkünden habe. Eventuell. Also Neuigkeiten wird es definitiv geben, welcher Art. Ist noch nicht so durch bei mir. Das werden wir dann sehen. So, wenn euch das Video trotz der schweren Kost gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Das Abonnieren nicht vergessen, falls nicht schon geschehen. Da drücken Abo-Glocke. Und dann werdet ihr informiert, wenn ein neues Video online ist. Und dann sagt Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Rinjahauen.